Das ist Buddy. Ich gehörte zu dem ganz speziellen Schlag. Der geborene Verkäufer, der Sieger, der mit Menschen umgehen kann. Hey, Buddy. Ach, ich wollte dich ja anrufen. Und ich kann auf dich warten. Das ist Ellie. Doch eines Nachts passiert etwas. Hallo? Wir sehen hier Bilder des Feldes in Kansas, auf dem die Maschine des Fluges Nummer 82 auf dem Weg nach Los etwas, Angeles... Etwas, das Abbys Leben für immer verändert. Hallo, ich bin Abby Janello, Vinegrove Immobilien. Buddy Emerald, ich kam hier zufällig vorbei und habe ihr Schild gesehen. Kennst du das, wenn man an den Tisch kommt und der Mann dann aufsteht? Ich liebe Männer, die sowas tun. Meine letzten haben sie nur zweimal gezogen. Ja, weil ich eigentlich gar nicht rauche. Letztes Jahr habe ich angefangen, diese Kaugummis zu kauen, weil sich meine Freundin Donna das Rauchen abgewöhnen wollte. Und sie hat festgestellt, dass der Kaugummi beruhigend auf ihre Nerven wirkt. Also habe ich auch angefangen zu kauen. Jetzt rauche ich, um von den Kaugummis loszukommen. Und ich kaue seit 10 Tagen nicht mehr. Das ist doch ein guter Plan. Nächste Woche nehmen sie dann Heroin. Sie hält mich einfach für einen netten Kerl. Ich muss dir dringend was sagen, aber es fällt mir schwer. Weißt du überhaupt, was du willst? Ich würde dir gern gute Nacht sagen. Ich habe keinen für den letzten Anruf des Tages. Die schönste Liebesgeschichte des Jahres. Oscar-Preisträger Ben Affleck. Oscar-Preisträgerin Gwyneth Paltrow. Bounce. Im Leben eines jeden Menschen gibt es ein Ereignis, das den Lauf der Dinge für immer verändert.